Ja, ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von God of War. Nachdem der liebe Atreus und der Kratos, meine Wenigkeit hier, in der letzten Folge, eben in der ersten Folge, einmal mit dem Spielen begonnen haben, dann hat der Atreus einen Hirsch erlegt und jetzt haben wir den Troll getötet. Ja, so ist es. Aber ich muss mal kurz schauen, ob da vielleicht nicht irgendwas ist. Hier haben wir Gesundheit. Die brauchen wir momentan nicht. Leute von heute, ja. Es geht weiter in der zweiten Folge hier. Ohne Facecam. Ja, weil es ist zu heiß. Leute, da will ich nicht. Nö, nö. Atreus hochhelfen. Atreus, komm. Räuber. Früher hat man gesagt Räuberleiter. Ja, ich kenne mich bei dem Spiel schon eigentlich recht gut aus, weil ich das ja eben gespielt habe auf dem Bully Gaming Kanal. Was ist das? Gegner betäuben. Der Betäubungsplan eines Gegners befindet sich unter seiner Gesundheit. Angriffe schneller Folge müssen fügen dem Gegner Betäubungsschaden zu und der Balken füllt sich. Wenn der Balken voll ist, der Gegner betäubt. Okay. Zack. Ja, das sind Traugr, Traugare, Traugrs, keine Ahnung, wie die alle heißen. Da gibt es ja so viele Gegner bei dem Spiel. Wow! Ja, es gibt auch Bossgegner bei dem Spiel. Und sogar Bossgegner, die es in sich haben. Ja. Was ist das da eigentlich? Schau da mal. Hacksilber, das brauche ich immer wieder, Leute. Was ist denn das da? Was ist das da? Hacksilber. Was? Schau da mal. Was ist das da? Verborgene Kammer. Genau, da gibt es auch die verborgene Kammer. Alle Kammern sollten nach Möglichkeit gefunden und betreten werden. Ja, das kann ich noch nicht betreten. Schau da mal, die kann ich gar nicht betreten, Leute. Kriegst die Türen immer noch nicht auf, hm? Nö. Sei still. Sei still. Leute! Ja, der Kratos ist immer so nett zu seinem Sohn, dass... Ja, den Grund wird man noch erfahren. Also man weiß ja schon, wer die erste Folge gesehen hat oder kennt von dem Spiel, dass es quasi ja um seine Mutter geht, dass er die Mutter verloren hat und der Kratos trauert halt. Ah ja, man kann da nicht springen, man kann ja nirgends raufspringen. Genau, hier war das, genau. Ich habe jetzt die Orientierung verloren. Servus! Vogel! Was haust du mich? Bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Ah! Apropos von allen guten Geistern verlassen. Gibt es ja tatsächlich Geister auch in dem Spiel. Aber erst viel später. Was ist das denn? Also ich kann mit dem Bogen da, also mit der Axt da nicht viel ausrichten. So, ich muss warten, bis er alle Pfeile hat. Weil nur mit den Pfeilen kann der Atreus hier den einmal töten. Also das heißt, ich muss hier ausweichen. Sag ich, also es gibt immer wieder im Spiel verschiedene Gegner. Gegnertypen. Und gleich wird man auch sehen, welcher das ist im Bestarium. Hescher Drescher, Leute. Ja! Ich hab doch gesagt, dass etwas am Wald anders ist. Und ich habe gesagt, du sollst still sein. So, jetzt. Das ist ein Fragezeichen-Ding. Schätze mal, Hescher Drescher, was vorhin gestanden ist. Was ist das für ein Ding? Sah aus wie ein Hescher, aber die Stimme klang so seltsam. Auch Vater hat keine Ahnung. Also, das ist ein Hescher Drescher. Hescher Drescher. Komischer Name, ehrlich. Zack. Ich brauche meine Axt. Leute, wo ist denn der jetzt, der Atreus? Gehen wir mal da.
Zack! Jo, jetzt schießt es auch mal unten, ne? Zum Haus zurückkehren. Oh Gott. Ja, da, als ich mich ja schon auskenne, gibt es jetzt eine Überraschung, Leute. Ich will nicht spoilern. Aber warum verbrennt ein Feuer Tollmutters Garten? Und seit wann kommen Draugar so nah ins Haus? Und was war das gefrorene Ding, das uns angegriffen hat? Ich weiß es nicht. Sei still. Wir sind fast zu Hause. Ich schaue mich nur um, ob da irgendwas gibt, Leute. Schneller laufen hier. Ja, die Überraschung kommt dann gleich. Oh, da ist die Asche von Mama. Also da hatte ich wirklich Pipi in den Augen. Der ersten Folge. Ach, Leute. So. Ins Haus, Junge. Da sitzt er, der liebe Atreus. Der kriegt jetzt leider einen Ärger. Vom Papi. Du warst so zornig. Das Ding wollte uns töten. Und du bist auch wütend im Kampf. Zorn kann eine Waffe sein. Wenn man ihn kontrolliert. Nur dann. Aber du kannst das nicht. Verliert man... Ich war lange nicht mehr krank. Ich fühle mich besser. Na schön. Dann los jetzt. Ich soll dich schlagen? Du sollst es versuchen. Au! Warum? Versuch's nochmal. Was soll das? Zu langsam. Versuch's nochmal. Hör auf! Schwach. Nochmal. Nochmal. Hör auf! Nochmal! Dein Zorn. Er überwältigt dich. Das wird ein schwerer Weg. Und du, Atreus, bist einfach nicht bereit. Was war das? Still. Da ist die Überraschung. Los, komm raus! Verstecken bringt dir nichts mehr. Ich weiß, wer du bist. Was will der? Kennst du ihn? Und viel wichtiger, ich weiß, was du bist. Junge, unter den Boden. Los! Aber ich darf doch da nicht runter. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Wovon redet er? Ich weiß es nicht. Rein da. Sag mir einfach, was ich wissen will. Die Sache muss nicht blutig enden. Ich dachte, du wärst größer. Aber du bist es, eindeutig. Weit weg von zu Hause, oder? Was willst du? Oh, du kennst die Antwort darauf doch bereits. Was immer du auch suchst, ich habe es nicht. Du solltest gehen.
Und ich glaubte, dass euer Volk so aufgeklärt wäre. So viel besser als wir. So viel schlauer. Und doch versteckst du dich hier draußen im Wald. Wie ein Feigling. Diesen Kampf willst du nicht. Oh. Oh doch, ich denke schon. Verschwinde von hier. Du musst mich schon töten, damit das passiert. Ich hab dich gewarnt. Endlich. Du wolltest nicht hören. Enttäuschend. Na dann komm. Oh Gott! Bossgegner! Sinnlos! Weg da mit dir! Komm! Ja! Bam! Aua! Du langweilst mich! Der Starkleute, nein! Gibst du dir überhaupt Mühe? Warte! Ich bin Kratos! Durch die Bäume durch, Leute! Das ist so geil! Los, jetzt mach schon! Hui! Jetzt bin ich dran! So, lang! Schnauze! Komm, jetzt bin ich wieder dran! Weg mit dir, du Vogel! Oh, komm, komm! Ist das? Etwa schon alles? Bam! Bam! Komm, komm, komm! Aua! Der will erwatschen, Leute! Du Vogel! Hui! Bam! Sag, was ich wissen will. Der Schmerz hört auf. Ganz einfach. Oh, meine Fresse. Oh! Hallo, wieso Leute? Sind da drin zwei Becken? Verschwinde von hier! Oh, 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 mega, Leute! Oh, oh, Fußball-Tor! Etwa einen bunten Punkt getroffen? Wen versteckst du? Langsam und alt. Du hättest nicht nach Midgard kommen sollen. Oh. Na, willst du es noch mal versuchen? Oh, oh. Du redest zu viel. Oh. Ah.
nichts sagen? Na schön. Vielleicht redet ja derjenige mit mir, den du da im Haus versteckt hältst. Wer ist das? Wen soll ich nicht finden? Find mir's heraus. Stark! Oh oh! Bist ein Narr! Dafür habe ich keine Zeit! Oh, Alter! Bist du einer von den ganz Fiesen? Boah, Leute! Los! Zu verbergen! Tod! Meine Fresse, Leute! Schau, meine Fresse! Sag mal, wo bin ich da? Ach, noch mal. Du langweilst mich immer noch! Gefährlich? Wo ist denn der jetzt? Dafür habe ich keine Zeit! Bam, bam! Bist du einer von den ganz Was hast du zu verbergen? Du Saufviech! Du bist ein Narr! Dafür habe ich keine Zeit! Und jetzt, Leute! Bist du einer von den ganz Fiesen? Boah! Bist du wahnsinnig? Ups. Boah, stark. Ja, alles beides sind Götter. Okay, okay. Tschüss. So, der ist weg. Psch, nö. Also ich glaube nicht, dass er tot ist. Ah, meine Fresse, Leute.
Gut, dann gehen wir mal irgendwie zum Haus zurück. Wir sind da weit geflogen. Wir sind weit geflogen, Leute. Gehen wir mal. Willst du etwa schon gehen? Der wird nicht... Der gibt nicht auf. Als Odin mich hierher geschickt hat, brauchte ich bloß Antworten. Aber du bist einfach zu schmal. Schleudere, was du hast auf mich. Ich werde nicht aufhören. Der alte Körper wird versagen. Aber bevor ich es zu Ende bringe, solltest du eines wissen. Ich spüre überhaupt nichts hiervon. Du hast es mit deinen eigenen Augen gesehen. Was denn? Du kannst mir nichts tun. Nicht an das. Dieser Kampf ist sinnlos. Deine Gegenwehr ist sinnlos. Dann nimmt sicher Ecstasy. Ich hätte so weit kommen müssen. Wahnsinn, welche Drogen nimmt denn der? Der ist unzerstörbar. Der Klar ist ein Gott. Jämmerlich. Au! Du kannst nicht siegen. Ich spüre gar nichts. Aber du fühlst alles. Und doch gibst du nicht auf. Ich bin nicht mein Bruder. Und hättest du mir gegeben, was ich wollte, hätte es nicht so enden müssen. Aber nein. Bringen wir das hier zu Ende. Irgendwas zum Heilen, Leute. Come on.
Mach einmal Knicks! Knicks! Knicks, Knacks, Knucks! Leute! Ich hatte gehofft, dass du mich im Gegensatz zu meinen anderen Gegnern endlich etwas fühlen lassen kannst. Doch kannst du nicht. Sollte man meinen, dass der tot ist, Leute. Aber ich glaube es nicht. Schubo gemacht, Kratos. So, geh mal. Psch, Leute! Er kannte mich. Kannte er meine Vergangenheit? Wie haben sie mich nach all der Zeit gefunden? Durch Zeus. Göttervater. Schätz ich mal. Faye, was soll ich tun? Unser Sohn ist noch nicht dazu bereit, seine Asche zum Gipfel des Berges zu tragen. Ah, Kratos, wo ist Atreus? Bei der schaut aus, Leute. Unter die Dusche mit dir. Was für ein epischer Fight, Leute. Und ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das ohne dich tun soll. Aber wir können nicht hier bleiben. Junge. Da war so viel, ich dachte... Geht's dir gut? Mir geht es gut. Komm. Hol deine Sachen. Wir gehen. Bin ich bereit? Nein, bist du nicht. Aber wir haben jetzt keine Wahl. Gib dein Bestes. Ja, Vater. Berg. Das wird eine lange Reise. Abgeschlossen. Ja, aber eine wichtige. Wow. Wie ist das denn passiert? Juli, ihr Lieben. Der Weg zum Berg. Reise zum Berg. Bestarium aktualisiert. Jetzt seht ihr, der da. Der Fremde. Ein fremder Mann voller Tätowierungen kam ins Haus und griff Vater an. Der Kampf muss wild gewesen sein. Alles ist kaputt. Und wieder wild war. Vater sagte, ich sei noch nicht bereit, aber dieser Fremde ließ ihn wohl umdenken. Wer war er? Was wollte er von uns? Wir sind doch niemand. Naja, Atreus, du weißt ja nicht, dass dein Vater ein Gott ist. Hallo. Und der Sohn vom Göttervater Zeus. Leute. Ja, wir werden auf jeden Fall dann in der nächsten Folge zum Berg reisen und schauen, dass wir... einmal die Asche von Mama verstreuen. Das und mehr in den nächsten Folgen. Sei auch in der nächsten Folge wieder dabei, wenn es weitergeht mit God of War. Bis zum nächsten Mal, Game Over. Euer Horsti, Posti. Ciao.